Schönen guten Tag, meine lieben Freunde. Ich freue mich mal wieder, wie zweimal im Jahr, hier auf der Ronneburg zu sein und zu einem Thema ein paar Gedanken machen, die, ich muss jetzt mal gerade gucken, wie das Thema genau heißt. Ja, Wege und Irrwege. Von der Information zur Weisheit. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir schon so lange Irrwege gegangen sind, dass die Weisheit unter uns verstorben ist. Die Menge an Informationen, denen wir alltäglich ausgesetzt sind, schauen Sie sich ruhig einmal eine gute Zeitung an. Sie werden sehen, dass 9/10 der Informationen, die da drin stehen sollten, Ihnen gar nicht sagen. Es gibt nur wenige Menschen, die von Informationen so gefasst werden, dass ihre Neugier geweckt wird. Gierig auf etwas Neues hin. Diese Neugier ist sicher der positive Ansatz, der in unseren Jahrzehnten leider dazu geführt hat, dass wir Irrwege gegangen sind, in die Irre gegangen sind, in das Irren hineingegangen sind. Und ein guter Teil dieser Irrtümer, in die wir hineingegangen sind, stammen aus der Überinformation, die uns alltäglich überrieselt, durch Massenmedien und durch alles Mögliche, was wir sonst alles sehen, hören. Schauen Sie mal, wenn Sie 5 Kilometer spazieren gegangen sind, dann haben Sie eine Menge an Informationen aufgesammelt, die hoffentlich schön waren für Sie. Aber wenn Sie 500 Kilometer mit dem Auto fahren an einem Tag, dann sind Sie Irrwege gegangen, was die Informationsverarbeitung zumindest betrifft, selbst wenn Sie Ihr physisches Ziel erreicht haben sollten. Diese Irrwege und Wege, die wir gehen, haben den Nachteil, dass es uns sehr schwer fällt, aus Mangel an Weisheit, Wege von Irrwegen zu unterscheiden. Sehr oft wissen wir nicht, sind wir auf einem rechten Weg oder sind wir auf einem unrechten Irrweg. Wohin führen uns unsere Gedanken? Wohin führen uns unsere Gefühle? Wohin führen uns unsere sozialen Bezüge, die wir haben? Sind alles dieses Wege oder befindet sich darunter auch ein Irrweg? Ich denke, diese Frage sollten wir tatsächlich einmal gründlich bedenken, denn die Informationen, ich will es mal vorläufig undefiniert lassen, dieses Wort, denn die Informationen, die uns alltäglich überkommen, überschütten, überfallen, in das Unwesentliche stoßen oder zu stoßen drohen, diese Informationen sind die Grundlage unseres persönlichen Menschseins, das sich auszeichnet, und darin sind wir alle unterschieden, in der Menge der Erklärungen, die wir zur Verfügung haben, aber auch der Art der Erklärungen und der Art des Verstehens. Unser Personensein, wer wir sind, das entscheidet sich letztlich durch das, was wir verstehen und verstehen können und erklären können. Das Unerklärliche und Unverständliche bleibt draußen. Das läuft allenfalls unter Kuriosität. Aber wenn wir jetzt mal diesen Rat und Unrat von Verstehen und Erklären, die wir so im Laufe des Schuljahres, der Schuljahre bis hin zum heutigen Tage in uns aufgenommen haben, diese Informationen und dieses Verstehen, das ist zunehmend mehr an der Oberfläche, an der Grenze zum Unerheblichen. Was verstehen wir denn eigentlich noch?
Nicht? Das Verstehen setzt ja voraus, dass wir Signale erhalten, die von Personen oder Massenmedien oder von was auch immer ausgehen, dass wir Signale erhalten und diese Signale verarbeiten wir dann zu Informationen. Und eine dieser großen Gruppen von Informationen ist eben halt das Verstehen. Und verstehen wir eigentlich noch einen Menschen? Es gibt ganz wenige Menschen, die noch in der Lage sind, einen einzelnen anderen Menschen zu verstehen, weil dieses Verstehen voraussetzt, dass ich nur das vom anderen und im anderen verstehen kann, was ich auch in mir selbst verstehe. Also ich kann vom anderen nur das verstehen, was ich auch von mir selbst verstehe. Alles andere ist mir irgendwie unverständlich oder siedelt zumindest am Horizont des Unverständlichen. Und nun kommt es dazu, dass dieses Verstehen, was wir haben, was wir erworben haben, durch Informationsaufbau erworben haben, dass dieses Verstehen mit allem möglichen Unrat versorgt worden ist. Wir haben schon gehört, was uns alles so die Massenmedien berichten. Nicht wer von uns kann schon diesen Krieg in Palästina verstehen? Wer von uns kann einen Fehltritt des Präsidenten der Vereinigten Staaten verstehen? Wer von uns kann den 11. September verstehen? Alles unverständlich. Es gibt zwar Methoden, sagen wir, den Krieg in Palästina in relativ kurzer Zeit zu beenden, wenn nämlich die USA keine Gelder mehr schicken und auch den Privattransfer von Dollar nach Palästina unterbinden. Der Krieg wäre innerhalb von 2 Monaten zu Ende. Aber wir wissen nicht, was das für Folgen in den USA hat. Darüber wird nichts berichtet. Darüber erhalten wir zumindest keine zutreffenden Informationen. Warum kann der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika nicht einen solchen Weg gehen? Alles Wesentliche scheint mir fast unverständlich zu sein. Aber das Nebensächliche, das bleibt uns im Gedächtnis haften, das verstehen wir oder glauben es zumindest zu verstehen. Und wenn wir einmal fragen nach dem Wichtigsten, was wir verstehen können, nämlich den Menschen neben uns, mit uns, in uns, dann müssen wir auch da überzeugt sein, sollten wir davon überzeugt sein. Ich habe jetzt gerade auf Fuerteventura 4 Wochen Seminare über dieses Thema gehalten. Sollten wir überzeugt sein, dass wir den Menschen, der wir sind, auch nicht verstehen. Nicht, wir haben von uns ein Bild gemacht, das verstehen wir vielleicht, weil es unser eigenes Gemächte ist. Aber das Verstehen eines Menschen, vielleicht gelingt es in der Psychoanalyse, einen Menschen annähernd zu verstehen, in seinen wichtigsten Motiven. Aber wir verstehen eigentlich nur immer die Oberfläche, das heißt seine Handlungen, seine Worthandlungen, seine Tathandlungen, seine Ausdruckshandlungen. Das sind die 3 Typen von Handlungen, die wir normalerweise unterscheiden. Die können wir so weit verstehen, dass wir uns voraussetzen, wir würden in der gleichen Situation sein wie der so zu Verstehende, wissen, was in uns dann vorgehen würde, damit wir uns in dieser Tathandlung, in dieser Worthandlung, dieser Ausdruckshandlung darstellen. Also wir verstehen uns eigentlich nur immer selbst. Und aus diesem Käfig unseres Selbst können wir deshalb schon alleine nicht heraus, weil unser Großhirn ein selbstreferenzielles System ist, das sich seine Produkte aufbaut
aus den Signalen, die von außen kommen, durch die Sinneseindrücke etwa, oder auch Signale, die von innen kommen, Schmerzen, Trauer, Emotionen gleich welcher Art etwa gehören hierher. Signale, die von innen kommen oder die von außen kommen, diese werden von unserem Gehirn auf eine ganz spezifische, nur uns eigene Weise zu Informationen verarbeitet. Und vielleicht, oder gehen wir gleich mal zum Zweiten, soweit zum Verstehen. Das Zweite ist das zum Erklären. Erklären und Verstehen sind die zwei wichtigsten Funktionen unserer Vernunft. Wie steht es denn nun im Erklären? Wie fahrlässig gehen wir damit um, das Handeln anderer Menschen zu erklären? Unser eigenes natürlich entschuldigend zu erklären. Wie fahrlässig gehen wir damit um, Erklärungen zu geben, ohne diese Erklärungen begründen zu können? In der Wissenschaft, in den drei großen Wissenschaftsbereichen, Handlungswissenschaft, Naturwissenschaft, historisch-hermeneutische Wissenschaft, da haben wir uns daran gewöhnt, bestimmte Erklärungen zu geben, die wir entweder Theorien, Modelle oder Geschichten nennen, und wissen, dass diese Modelle, Geschichten und Theorien niemals wahr sind, niemals am Ende sind und niemals zum Ende kommen werden. Aber so im alltäglichen Verstehen, Erklären, in diesem alltäglichen Erklären glauben wir immer, dass unsere Erklärungen stimmig sind. Und wenn ein Mensch andere Erklärungen für gleich oder ähnliche Sachverhalte hat, dann halten wir ihn entweder für dumm, für ungebildet, für nicht informiert. Würde er nur über unsere Informationen verfügen, horribile dictu, dann müsste er eigentlich zur selben Erklärung kommen. Tut er aber nicht. Und zwar aus einem einfachen Grunde nicht, weil Erklären und Verstehen in einer für uns auch wissenschaftstheoretisch noch nicht klaren Weise aufeinander bezogen sind. Erklären und Verstehen sind zwar zwei Pole unserer Rationalität oder Intellektualität besser. Wie sie aber aufeinander bezogen sind, ist uns unerklärlich. Unverständlich. Wir wissen, dass sie in irgendeiner Weise auf uns bezogen sind, aufeinander bezogen sind, aber wir wissen nicht, und das macht die Sache jetzt so kompliziert, was eigentlich Fehlverstehen und Fehlerklärungen für Handlungsfolgen haben. Nicht wir alle haben sicher 10%, 20%, 50% unserer Erklärungen und auch unseres Verstehens entsprechen sicher nicht der realen Welt, so wie sie unabhängig von unserem Erkennenden selbst ist. Es ist eine ganz andere Welt. Wir leben in einer Welt, die in der Sprache der Physik eine virtuelle Welt ist. Das ist jetzt nicht dasselbe, was man in der Informatik unter virtuell versteht, sondern wir verstehen in der Physik unter virtueller Welt, dass dieser Sprung, dieser entscheidende Sprung, von Signal zur Information durch eine Gehirnaktivität erzeugt wird, die so schnell, in so extrem kurzer Schnelle vor sich geht, dass wir sie kaum in Zahlen ausdrücken können, dass sogar der Energiesatz, der Satz von der Erhaltung der Energie, außer Kraft gesetzt wird. Das kann nur für sehr kurze Zeit geschehen. Diese Welt nennen wir virtuelle Welt. Wir leben in zwei Welten. Einer realen Welt, der Welt der Signale, und der virtuellen Welt, das ist die Welt, die zustande kommt durch die Verarbeitung der Signale durch unsere Großhirnrinde, die dann weiterarbeitend daraus dann Informationen erzeugt, und aus den Informationen kommen dann schon
die wichtigsten Informationen, die des Verstehens und Erklärens. Ich denke, das ist ziemlich wichtig, dass wir wissen, dass das zwei Welten sind, die zunächst mal gar nichts miteinander zu tun haben. In der Fachsprache würde man sagen, die eine Welt gehorcht der Heisenbergschen Unschärferelation und liegt also unterhalb dessen und die andere liegt überhalb deren. Und wenn es schneller geht, als die Heisenbergsche Unschärferelation sagt und die Massenbewegungen größer sind, dann ist es eben halt eine virtuelle Welt. Wir wissen in der Physik, es gibt diese virtuelle Welt. Wir können sie beobachten, wir können sie erfahren, wir können sie am Lampshift oder etwas anderem auch physikalisch nachweisen. Es gibt diese virtuelle Welt, aber für uns ist sie unerfahrbar, wenn wir nicht uns davon überzeugen könnten, dass der Sprung, der entscheidende Sprung vom Signal zur Information, dass dieser entscheidende Sprung der Sprung aus der aktuellen in die virtuelle Welt ist. Und die Informationserzeugung, die auf diese Weise entsteht, das ist die erste, eine primäre Informationserzeugung, die binden dann wir uns in unserer Hirntätigkeit zu anderen größeren Gebilden zusammen und auf diese Weise entstehen dann Informationen im näheren Sinn des Wortes, vor allen Dingen Informationen, die sich im Verstehen und im Verstehen und auch vor allen Dingen dann im Erleben oder Erkennen oder niederschlagen. Sie sehen, dass durch diese uns nur spezifisch gegebene Mechanismus, der Informationen aufbaut oder die Grundlagen für den Informationsaufbau legt, dass dieser von Mensch zu Mensch völlig verschieden ist. Das kann man leicht erkennen am etwa am EEG oder auch noch einfacher jetzt in modernen Gestalten des Positronen-Emissionstomographen. Jeder Eindruck, der durch die Sinneswelt kommt oder jeder Eindruck, der aus unserer Psyche kommt, etwa emotionaler Eindruck, wird von jedem Menschen anders verarbeitet. Und also gibt es nicht zwei Menschen, die dasselbe verstehen unter demselben Wort, dasselbe verstehen oder dieselbe Erklärung abgeben, wenn sie nicht gerade theoretischer Physiker sind, und dann in einer Sprache sprechen, die in die alle hinein primär sozialisiert worden sind. Insofern, in der Physik können wir es einigermaßen verständlich machen, weil wir alle in der gleichen Sprache in die Physik sozialisiert worden sind. Wenn ich mich mit einem Chinesen über theoretische Physik unterhalten würde, käme wahrscheinlich Schreckliches dabei heraus, weil er anders in diese Welt hinein sozialisiert worden ist. Was sind das für Aussichten über diese Inflation von Informationen, die unser Verstehen und unser Erklären zu verderben drohen? Was ist das für eine Welt, in der der Überfluss an Informationen keinen Raum mehr lässt für das, was wir Weisheit nennen? Wir haben eine viel zu große Menge an Sachinformationen, und was uns da noch fehlt, können wir aus dem Internet uns runterladen. Wir haben eine viel zu große Menge an Sachinformationen, wir haben auch eine Menge an Erfahrungswissen, Informationen, die aus unseren Erfahrungen kommen. Aber was wir nicht mehr haben, und zwar in fataler Weise nicht mehr haben, ist Lebenswissen, Weisheit. Und deshalb hat die Luise dann auch unser Thema Information zur Weisheit genannt. Wie kann ich von der Information zur Weisheit kommen?
Nun, sicher ist ein ganz wesentlicher Schritt, um von Informationen zur Weisheit zu kommen, Irrwege zu vermeiden. Irrwege zu vermeiden bedeutet aber an erster Stelle, nichts für wahr zu halten, weil es mir gewiss ist. Also, dieser sokratischen Einsicht zu folgen, alle meine Gewissheiten sind nicht wahr, sind immer untermischt mit Irrtum und Täuschung, wenn sie nicht gerade trivial sind. Ich halte hier ein Mikrofon in der Hand, ist ein trivialer Satz, wird wahrscheinlich unproblematisch von allen wahrgenommen. Aber gerade in dem Bereich, auf den es ankommt, nämlich der Erklärung und des Verstehens, da gibt es keine trivialen Sätze und da gibt es nur Gewissheiten. Und wenn ich meine Gewissheiten für wahr halte, betrüge ich mich selbst. Denn gewiss heißt, ich kann nicht mehr sinnvoll im Zutreffen eines bestimmten Sachverhalts zweifeln. Das ist mir gewiss. Wahr bedeutet seit Aristoteles etwas ganz anderes, nämlich die Qualität eines Satzes, der sagt, was ist. Das ist eine ganz andere Ebene. Und dieses, was ist, können wir im nicht-trivialen Bereich, im Verstehen und Erklären niemals erreichen. Und deshalb ist es eigentlich so schade, dass wir Menschen uns so oft streiten. Ich meine nicht nur den großen Streit, den Krieg, sondern ich meine auch den kleinen Streit zwischen Partnern etwa. Warum streiten wir uns? Weil wir davon ausgehen, dass unser Verstehen und unser Erklären an irgendeiner Stelle besser ist als das des anderen Menschen. Wie können wir uns aber menschlich nähern dem Verstehen eines anderen Menschen? Vermutlich nur dadurch, ich darf jetzt hier den unter uns weilenden Rudi Jantsche dafür beglückwünschen, weil er die Kurzform für eine längere sprachliche Sequenz gefasst hat, nämlich wenn wir in unsere Interessen, Erwartungen, Werteinstellungen und Bedürfnisse aufeinander abgleichen. Ich kann einen Menschen nur verstehen in dem Umfange, als es mir gelingt, seine Wertvorstellungen, seine Interessen, seine Erwartungen und Bedürfnisse zu erkennen. Und hier geht es tatsächlich um eine fundamentale und radikale Information. Und diese Information ist Weg und nicht Umweg. Das Bemühen, die Werteinstellungen, Erwartungen, Interesse, Bedürfnisse des anderen Menschen zu ahnen zumindest, zu fassen, mit ihm darüber zu sprechen, ihm deutlich zu machen oder uns deutlich zu machen, was für Vibes, Werteinstellungen, Erwartungen, Interesse und Bedürfnisse stecken jetzt, was für Vibes, also entschuldige, dass ich dich hier zitiere, und die Damen werden sich hoffentlich nur nicht negativ angesprochen fühlen. Werteinstellungen, Erwartungen, Interesse und Bedürfnisse sind ja eigentlich nichts Beleidigendes, nicht? Also, wenn man die Vibes des anderen versucht zu erkennen und zu verstehen, man kann das zum guten Teil auch ohne Sprache tun, indem man oft mit einem Menschen, längere Zeit mit einem Menschen, häufiger mit einem Menschen spricht und zusammen handelt. Selbst miteinander spazieren gehen kann unter Umständen sehr hilfreich sein bei der Erkenntnis, was sind eigentlich die Werteinstellungen, Erwartungen, Interessen und Bedürfnisse des anderen Menschen, die seine Erklärungen und sein Verstehen führen. Das ist der Weg. Der einzige, der mir bekannt ist, der wirklich zum anderen Menschen führt. Und diesen Weg nennen wir Weisheit.
Die Weisheit, wie eben schon gesagt, bedeutet Lebenswissen. Und dieses Lebenswissen ist sicher in der Menge des Sachwissens, in der Menge des Erfahrungswissens oft untergegangen. Ich kenne nur wenige Menschen, die sich ernsthaft bemühen, weise zu werden. Wer ist weise? Weise ist ein Mensch genau dann, wenn er Lebenswissen, über Lebenswissen verfügt für sich und andere. Der Mensch ist weise. Aber um Lebenswissen zu verfügen für sich und andere, setzt wieder voraus, dass wir unsere Informationen richtig so oder in der Nähe dessen zusammensetzen, was Erklärungen und Verstehen letztlich bedeutet. Nicht? Weise kann nur der sein, der von dem anderen Menschen und von sich selbst die Erklärungen und auch die, also nicht nur theoretischen Erklärungen, auch die praktischen, die Erklärungen des Handelns und auch auf der anderen Seite neben den Erklärungen dann auch die, das Verstehen des anderen zu deuten versucht. Bitte versucht. Wenn wir uns denn nicht mal selbst erklären können, warum wir dieses oder jenes tun, oft genug jedenfalls nicht, und oft auch nicht erklären können, warum, erst recht nicht, erklären können, warum ein anderer Mensch dieses oder jenes tut oder unterlässt, dann sollten wir versuchen, auf dem Wege der Weisheit, den zahllosen Irrwegen, die uns unsere Welt anbietet, auszuweichen und vermuten und wenigstens den Versuch machen, weise Menschen zu werden, das heißt Lebenswissen für uns zu sammeln. Welcher Mensch verfügt über Lebenswissen? Lebenswissen, das bedeutet, dass ich, entschuldige, dass ich mich hier ein bisschen anlehne, aber die Hexe ist wirklich bösartig gewesen, die mich da geschossen hat. Es war bestimmt mit Sicherheit keine der hier anwesenden Damen, denn die sind viel, viel hübscher als diese Hexe. Was heißt Lebenswissen? Also Wissen, zu leben, wie man lebt, wie menschliches Leben eher gemehrt als gemindert wird. Ich bin weise, wenn ich mein eigenes Leben durch mein Handeln, Tathandeln, Sprechhandeln, Ausdruckshandeln, eher mehre als mindere. Ich bin weise, wenn ich in diesen drei Handlungsweisen auch das Leben anderer Menschen eher entfalte, denn mindere. Weisheit und Biophilie, also Liebe zum Leben, dürften ganz eng beieinander liegen. Und ein Experiment, ich habe davon schon mal berichtet, eine experimentelle Versuchsanordnung versucht einmal herauszufinden, wer eigentlich weiser ist, sein 5-Jähriger oder sein 30-jähriger Vater. Und was meinen Sie, was dabei rausgekommen ist? Ja. Gut, brauche ich es also Ihnen nicht zu sagen. Die Aufgabe muss natürlich einem 5-Jährigen schon verständlich sein, die in weiser Manier lebensmehrend beantwortet werden kann. Und ja, das war eine relativ einfache Frage. Guck mal, willst du, dass dein Papa versetzt wird? Dafür kriegen wir 5.000 Mark im Monat mehr, dann können wir Ferien machen auf den Malediven oder wo du auch sonst mal gerne hin willst. Und dann können wir uns auch tolle Klamotten kaufen, wie deine Mitschüler, brauchst du keine Sorgen mehr zu haben, kriegst du alles.
Nur der Papa kann samstags, sonntags nur zu Hause sein und sonst kann dich mal anrufen, aber sonst wäre es nicht drin. Ja, und da haben etwa 10% der 30-Jährigen gesagt, ja, ich nehme den neuen Job an. Während genau umgekehrt rund 90% der 5-Jährigen gesagt haben, nee, Papa, bleib besser hier. Ich möchte nicht auf die Malediven, ich möchte, dass du jeden Abend bei mir bist. Nicht, das ist lebensmehrendes Wissen. Denn es kommt nicht auf das Geld an, Lebensmehrung korreliert nicht signifikant mit Geld, sondern lebensmehrend korreliert mit dem, mit in der persönlichen Begegnung. Ich kann eigenes und fremdes Leben nur mehren, wenn ich mit anderen Menschen zusammen es mehre und nicht durch Telefongespräche. Der Ersatz durch Telefongespräche können wir unter die Kategorie der Irrwege einordnen, wenn sie wirklich die Funktion haben sollen, die fehlende personale Begegnung zu ersetzen. Denn hier werden Informationen produziert, ohne ihre emotionale Besetzung zugleich mit zu interpretieren. Und Informationen ohne emotionale Besetzung gibt es eben halt nicht. Nur liegt es in unserer Verantwortung, dass diese emotionale Besetzung von Informationen letztlich ethisch verantwortlich ist. Und sie ist ethisch genau und nur dann verantwortlich, wenn sie mit der Emotion der Biophilie, ich will Leben eher mehren als mindern, bewusst und gezielt besetzt ist. In allen anderen Fällen dann ist das eine möglichst sinnlose Information oder, wenn sie schon sinnvoll sein sollte, Sachwissen vermehrende Information, aber nicht Lebenswissen. Und das, was wir in irgendeiner Weise doch nochmal erreichen wollen, ist ja die Vermehrung unseres Lebenswissens, nicht die Vermehrung unseres Sachwissens. Das können Sie vielleicht noch einem 20-Jährigen erklären, einem 20-Jährigen Studenten. Darauf käme es vor allen Dingen an, dass er sein Sachwissen endlich mal anständig lernt. Und Lebenswissen können wir ruhig mal vorläufig vergessen. Das wäre erst dann notwendig, wenn er in eine feste Partnerschaft eingetreten wäre. Erfahrungswissen hat er sowieso noch nicht und wenn, dann ist meistens falsch. Ja, Erfahrungswissen ist überhaupt meistens falsch. Ich habe in manchen Betrieben gesehen, in denen ich beratend tätig bin, in manchen Betrieben gesehen, dass entschieden wurde aufgrund von Erfahrungswissen. So nach dem Stil, das haben wir immer so gemacht, also machen wir es auch weiter so. Dass die Erfahrungswissen sagt uns, was richtig ist und was falsch ist, was gut und böse ist und so weiter. Und diese Entscheidungen, die auf diese Weise zustande gekommen waren, waren in aller Regel nicht die optimalen. Es gab Entscheidungen, die wesentlich besser gewesen wären, hätte man nur die richtigen Techniken, die nichts mehr mit dem materiellen Erfahrungswissen zu tun haben, gewählt, sondern hätte man etwa die Methoden der Diskurstechniken oder anderer Techniken gewählt, in der Erfahrungswissen keine Rolle mehr spielt, sondern Lebenswissen sich eint mit Sachwissen. Ich bitte Sie also, den Irrweg zu erkennen, der im reinen oder in der reinen Betonung des Sachwissens unter uns entstehen kann und oft viele Partnerschaften auf diese Weise durch die Routine des Sachwissens zugrunde richtet. Nicht? Ich weiß, auf A folgt B oder wo auch, was auch immer. Und was soll es denn eigentlich noch? Sollen wir uns in dieser Relation zusammenfinden? Sollen wir uns auf dieser Basis unser Leben gestalten? Nein.
Leben gestalten bedeutet Leben mehren, bedeutet also biophile Lebensorganisation. Gehen wir nochmal zurück, einen kleinen Schritt. Jetzt können wir wahrscheinlich ungefähr definieren, was Information meint. Jene Information, die uns überschüttet, die uns im Erklären können und im Verstehen können, langsam vor uns hinsterben oder doch veröden lässt. Jene Information, die nicht zum Lebenswissen führt, jene Information, die nicht das Sachwissen mehrt, notwendigerweise verfügen wir, müssen wir alle, soweit wir berufstätig sind, über ein gewisses Sachwissen verfügen. Aber auch selbst eine Hausfrau muss, wenn sie Rotkohl kochen will, über Sachwissen verfügen. Also, wir alle müssen über ein bestimmtes Sachwissen verfügen, aber das Sachwissen, was darüber hinausgeht, was eingeht in unsere, was insinuiert bestimmte Erklärungen oder bestimmte Verstehensmuster sein, die einzigen richtigen. Dieses Sachwissen ist sicher das Ergebnis eines oft lange, jahrzehntelang gegangenen Irrwegs. Also, noch einmal, Information, was bedeutet das? Information bedeutet zunächst mal alles, was angeregt worden ist, jetzt in anthropologischer oder psychologischer Sicht. Die Informatik hat sicher eine völlig andere Definition von Information. Information bedeutet nichts anderes als durch ein Signal, ein auf unserer Großhirnrinde erzeugtes, für Bruchteile einer Tausendstel Sekunde existierendes Etwas, das sich an anderes anlagert. Und im Anlagern an anderes auch konservierbar bleibt. Schauen Sie, Wissen entsteht genauso. Wissen können wir nur das, was wir, oder im Regelfall, können wir nur das, was sich an anderes schon bestehendes Wissen anlagern kann. Etwas, was sich nirgendwo anlagern kann, das wird man normalerweise kaum als Wissen verstehen oder verstehen können. Wissen braucht irgendeinen Punkt, an dem es sich anlagern kann, um reicher zu werden, um voller zu werden, um verständlich zu werden, um aus der Unverständlichkeit herauszutreten, wenn es sich an irgendeine an etwas Vorbewusstes oder Vorgewusstes anlagern kann. Wenn Sie selbst einmal versuchen, Ihr Wissen über politische Fragen oder ökonomische Fragen, soziale, kulturelle Fragen, einmal auf den Punkt zu bringen. Was weiß ich eigentlich? Dann werden Sie sehen, wie viel von dem, was Sie jetzt an der Oberfläche, was Ihnen da an der Oberfläche einfällt, in der tiefen Struktur angelagert worden ist. An irgendein anderes Wissen, was Sie im Augenblick gar nicht vielleicht zur Verfügung haben, aber durch einiges Nachdenken wieder in diesem Wissen begegnen. Das kann sehr früh erworbenes Wissen sein, das kann auch relativ spät erworbenes Wissen sein, aber es muss schon Wissen sein, an das sich das neue Wissen anlagert. Und schauen Sie, das Wissen, was sich nicht anlagern kann, das geht bestenfalls in unser Unbewusstes und treibt da die tollsten Scherze. Wir assoziieren plötzlich Dinge miteinander, die nichts miteinander zu tun haben. Es ist totes Wissen. Wissen, das totgeschlagen worden ist von Informationen, mit denen wir nichts anzufangen wussten. Und so besteht dann einmal die Kunst der Informationsverarbeitung,
in dem eben genannten psychologischen Sinn von Information, darin, dass wir permanent Angelpunkte suchen, an denen sich unser Wissen anlagern kann und auch die Angelpunkte finden, an denen sich politisches, ökonomisches, soziales, kulturelles Wissen anlagern kann. Nur dieses angelagerte Wissen kann Grundlage, wenn auch mit allen möglichen Gefahren der Vertäuschung, kann Grundlage sein für unser Lebenswissen. Nicht? Alles andere Wissen kann nicht, es kann aber Grundlage sein für Lebenswissen. Scheinbares Lebenswissen, das sich nirgendwo angelagert hat, von dem wir uns nur einbilden, wir hätten es uns zu eigen gemacht, solches Wissen verweist wieder auf ihre Wege, die nicht nur aus dem Irrtum kommen, sondern immer weiter in den Irrtum führen. Und so denke ich, ist unsere Verantwortung, unsere Informationen sehr wohl zu selektieren, hin auf solche, die unser Wissen in den Bereichen, in denen es wichtig ist, das sind bestimmte Bereiche des Sachwissens, bestimmte Bereiche des Lebenswissens, unser Wissen auf diese Weise zu entwickeln und auf diese Weise auch unser Menschsein zu entfalten, dass wir lernen, dieses Wissen von dem überflüssigen, durch die überflüssige Informationen erzeugten Wissen zu unterscheiden. Erst wenn wir das könnten, dann hätten wir den ersten großen Schritt hin auf das getan, weise Menschen zu werden, unser Lebenswissen zu eigenem Nutzen und zu fremdem Nutzen weiterzugeben. Dankeschön.